Heute wieder eine ganz besondere Kartenform, die Benchfold Card. Gewünscht war eine Männerkarte. Wie du die Karte ganz einfach nachbasteln kannst, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und ihr habt es euch gewünscht, es gibt eine Männerkarte. Ihr konntet abstimmen und gewonnen hat, die meisten Wünsche gingen in Richtung Männerkarte. Diese Benchfold-Karte oder Bankfaltkarte ist relativ einfach gemacht. Das Besondere ist, du brauchst einen großen Umschlag, weil es ist ja eine große Karte, die 3D-mäßig später steht, aber du kannst sie hier auf- und wieder zusammenfalten. Du kannst diese Falttechnik für alles Mögliche weiterverwenden, was aussieht wie eine Wohnung, wie Möbel, wie eine Babykarte, ein Wickeltisch, ein Kleiderschrank, alles, was dir so einfällt in diese Richtung. Ja, also Männerkarte ist ja immer so ein bisschen eine spezielle Sache. Ich habe schon mal eine gezeigt, vielleicht kennst du die. Bin ich mitten im Arbeiten, dafür habe ich immer meine Werkzeugkiste. Richtig, da ist nämlich Werkzeug drin. Das Stempelset und Produktpaket gibt es nicht mehr. Aber ich habe immer noch Aufträge für diese Art von Boxcard. Sieht aus wie ein Werkzeugschrank, eine Männerkarte. Ja, lege ich beiseite, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Gibt es hier auch eine Anleitung für. Aber wie gesagt, das Material musst du dann eben variieren. Im Mini-Katalog gibt es ein Set, Männerset für Motorradfans. Und daraus habe ich das Designerpapier. Und auch den Stempelabdruck bleibt immer gut drauf. Die anderen Sachen verwendet gerade mein Sohn für spannende Dinge. Bin gespannt, vielleicht sehe ich da mal ja was. Aber ich arbeite praktisch mit dem Designerpapier und mit dem, was mir sonst noch eingefallen ist. Ich habe den Katalog einmal durchgeblättert und gesehen, es gibt hier so ein tolles Stanzenset. Den Namen habe ich natürlich wieder vergessen. Starke Akzente, das Wort stark, das weist schon auf Männer hin, natürlich. Genau, und da gibt es diese wunderbare Bohrmaschine. Du siehst, das ist wahrscheinlich ein Akkuschrauber, könnte ich auch mit umgehen. Aber der passt da natürlich wunderbar in meine Werkstatt rein. So, die Werkstatt steht jetzt hier hinten. Wir basteln einmal nach. A5 Umschlag habe ich schon gesagt. Ach so, den hat natürlich jemand aus meinem Team gestempelt. Meine Mädels, jeder auf seine Art, möchte mich immer irgendwie unterstützen. Und die Jessica war so lieb und hat mir Umschläge gestempelt, weil sie mag es einfach, wenn gestempelte Umschläge verschickt werden. Mache ich jetzt auch, weil ich habe ja welche von Jessica. Okay, du brauchst für die Karte den Papierschneider, Farbkarton, Designerpapier und der Rest ist Verzierung, Fantasie. Gut, dann geht's mal los. Achso, falls du dich gefragt hast, wie ist das mit Schreiben auf der Karte, das zeige ich einmal zum Anfang, weil ich es zum Schluss garantiert vergesse. Man könnte auf die Rückseite ein weißes Feld anbringen oder man macht eine extra Karte mit Magnet oder ohne Magnet, die dann einfach passend zu dem ganzen Design mit im Umschlag liegt. Oder du verschenkst es eh gleich so und sagst den ganzen Text dazu, dann sparst du dir die Karte, ne? Also die Schriftkarte. Du brauchst Farbkarton, 28 x 14 cm. 20 x 9 cm und 12 x 5 cm. Die Maße findest du alle auf meiner Website. Außerdem die verwendeten Materialien habe ich für dich verlinkt. Wir nehmen das große Stück zuerst und legen uns jetzt mal Falzlinien an. Und ich arbeite ja mal gern mit links und rechts. Machen wir ja auch so, muss ich mir weniger merken. 5 cm die erste Falzlinie und 9 cm die zweite. Und für dich zur Wiederholung das Ganze einmal umgedreht auf der anderen Seite. Bei 5 cm und bei 9 cm. Grundform der Karte ist fertig. Wir falzen einmal. Nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Wunderbar, das haben wir. Das nächste Stück war ja 20 x 9 cm. Da legen wir uns erstmal quer eine Falzlinie bei 4 cm an, also die kurze Seite angelegt. 4 cm die Falzlinie. Und hier brauchen wir jetzt nur Linien hinten, die können wir aber auch gleich schneiden. Also wir legen es ein und legen bis zu dieser Falzlinie, also legen bei 5 cm an und schneiden bis zur Falzlinie ein.
auf der einen Seite und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Und jetzt wirklich nur bis zur Falzlinie und kein Millimeter mehr, Angela. Genau. Haben wir. Jetzt könnten wir es nochmal quer einschneiden und diese Felder, also die Felder rausschneiden mit der Maschine. Wir können aber mal wieder handelsüblich mit der Schere arbeiten, mit der handelsüblichen nämlich, und das hier einfach ausklinken. Links und rechts. Wunderbar. So, das ist nämlich die Bank. Jo, und damit das Ganze nicht rutscht, haben wir noch dieses kleine Teil von 12 x 5 cm und das braucht links und rechts eine Falz von 1 cm. Und die Konstruktion, unser Möbelbau, braucht wirklich nicht mehr. Links und rechts 1 cm, da vielleicht eher den größeren Zentimeter, damit das in der Mitte nicht zu sehr spreiselt. Das zeige ich dir jetzt, was damit passiert. Das wird nachher hier reingesetzt und ist praktisch so wie so eine Brücke hinten, die meine Platte von vorne dann hält. Genau, so ist das komplett. Jo, und dann fangen wir schon an, der Reihe nach unsere Flächen einzukleben oder zu bekleben. Ich habe zugeschnitten für die verschiedenen Felder. Ich lege die jetzt alle schon mal da, wo sie hingehören, hin. Und du kannst dir das mal so grob anschauen. Ich habe da übrigens auch auf meinem Blog, bilde ich mir ein schönes Bildchen für dich. Und gleich sage ich die Maße. So, ich habe für die Rückwand 9,5 x 8,5 in Designerpapier und gleich mit Farbkarton hinterlegt, damit es etwas dicker ist, also ein Stück in der gleichen Größe, 9,5 x 8,5. Und dann habe ich Abstandsklebepunkte, aber in dem Fall die Randstreifen, aufgeklebt. Und das Ganze setze ich hier hinten rein, mittig. Das ist meine Rückwand von der Karte. Links und rechts sind zwei Felder. 8,5 bzw. 8,7, das fand ich dann bündiger, genau, mal 4,5. Und da habe ich dieses Werkzeug Designpapier genommen. Designerpapier, das lege ich von oben nach unten. Gucke nochmal, ob meine Schraubenschlüssel gleich wären. Wären sie nicht links und rechts, ist aber nicht so wild. Also 8,7 mal 4,5, links und rechts eingelegt. Eingeklebt. Die habe ich flach geklebt. Könntest natürlich noch mehr Designerpapier anbringen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Für die Arbeitsfläche der Werkbank habe ich ein Stück in 9,5 x 3,5 cm. Wenn dir die Mattungen überall zu groß sind, dann passt dir das einfach an. Ja, ich hatte ja letzte Woche eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr sehen, da wir noch mal ein bisschen an unseren Videos vor und zurück gedreht haben? Und mich nicht gedreht haben, weil wir damit nicht arbeiten konnten, weil ich kurzfristig mal das Bett hüten musste. Jetzt ist schon alles viel besser, man hört nur noch die komische Stimme. Deswegen gibt es diese Abstimmung und die Männerkarte hatte gewonnen vor der Pop-Up-Panel-Karte und zwei Eierverpackungen. Okay, dann ist das so. Wahrscheinlich war es die Männerkarte, die das Besondere war. Okay, so, weiter geht's hier. Ich habe dann zwei Felder, die ich geprägt habe. Gibt es eine schöne neue Prägeform. Das ist dieses Design, wunderschön, die habe ich gerade nicht. Mit dem Stempelset beim Filius, du weißt Bescheid. Deswegen habe ich diese hier genommen mit diesem, mit dieser Wabe. Auch Metall, schöner Effekt. Habe die wieder mit Abstandsklebepunkten versehen und klebe die jetzt vorne mittig auf das mittlere große Feld. Das sind meine Türen vom Werkzeugschrank. In der Produktreihe gibt es auch so tolle Bling-Bling-Sachen. In dem Fall nicht ganz so Bling-Bling, weil es ja für Männer. Also stumpf Bling-Bling, aber schöne Accessoires. Das sind hier diese Teile, heißen Nietenakzente. Haben sicher auch noch ein Attribut davor, aber das habe ich gerade nicht gelesen. So, jetzt wird das hier mittig eingeklebt, weil das sind meine Türen vom Werkzeugschrank mittig aufgeklebt. Ich kann das Tatsache hier wunderbar alles vorher kleben. Passt super. Und dann habe ich meine Schubladen. Die habe ich zugeschnitten in vier Stück in 4,5 x 2,2 cm. Jetzt haben wir es. Schön konzentrieren, damit ihr dann nicht die Probleme habt.
Ihr merkt schon, das ist ein total leichtes Ding, da passiert nicht viel mehr. Der Rest ist Ausgestaltung. Und die Teile klebe ich jetzt so, wie ich eben meine Schubladen in dem Element haben möchte, drauf. Du könntest die auch nochmal verstärken. Musst du aber nicht. Es will ja nicht wirklich was reingepackt werden. Du könntest natürlich Sachen rausgucken lassen. Übrigens in diesem tollen starke Akzente Standset ist auch eine tolle Angel dabei. Oder ein Bart. So nach dem Motto, du kannst deinen Bart in den Schrank hängen. Wenn du ihn brauchst, holst du ihn raus. Hier, guckt. Also man kann da bestimmt witzige Sachen mitmachen. Und das Entscheidende fand ich eigentlich, diesen Akkuschrauber oder diese Bohrmaschine. Das könnte natürlich auch... Nee. Das ist... Nee. Klebepistole ist es nicht. Ich habe nochmal geguckt. So, das haben wir. Das Schränkchen ist fertig. Das sitzt gleich hier drinnen. Und jetzt wird einfach nur alles zusammengesetzt. Die Brücke, unsere kleine Sicherheitsbridge mit links und rechts bei einem Zentimeter gefalzt, setzen wir hinten dazwischen, damit wir wirklich eine Fläche haben, wo unsere Arbeitsplatte aufliegt. Und da wir dieses Element, diese Wand hier hinten vorgesetzt haben, haben wir dann einen Spalt, wo wir die Arbeitsfläche wunderbar einhaken können. Also einfach reinklemmen, ne? So, dann schauen wir mal. Ich drehe das mal quer. Ich setze das mal hier bündig an, klappe das rüber und setze das da drüben dann bündig drauf. Schaue, dass das passt. Es passt. Streiche das fest. Die Brücke sitzt. Und das war nochmal die Sache, wenn dir das zu straff ist so und du Sorge hast, es knickt, dann mach sie einen Millimeter kürzer. Ja, dann macht das Element einfach 11,9 mal 5 cm. Wird noch besser. So, jetzt haben wir noch die Vorderfront. Da trage ich links und rechts nochmal doppelseitiges Abreißklebeband auf. Und du siehst schon, das Element ist so einfach. Und lässt sich so toll variieren in alle Richtungen. Wirklich Möbel für alles, was irgendwie geht. Oder da fällt ja bestimmt was ein. Was ist für kreative Basteltanten? Du kennst sie. Gutscheine machen. Besuch in meiner Kreativwerkstatt. Sowas in der Art, ne? So, jetzt lege ich das mal flach. Lege das hier drüben bündig an. Schaue, dass es gerade liegt. Und schaue mal, ob die erste Seite passt. Die erste Seite passt. Ich könnte es falten. Hier drüben muss ich es nur noch sicherstellen. Und dann haben wir das. Und das gleiche in die andere Richtung genauso. Klebefläche ab. Jetzt weißt du, warum wir vorhin die Falz nicht durchgezogen haben, die von hinten nach vorne gehen. Da war es wirklich nur eine Schnittkante. So, jetzt flach runterlegen, auflegen und das Ganze hochstellen. Die Bank reinklemmen. Und schon steht unsere Werkstatt fertig da. Sorry, und ab jetzt wird verziert. Habe ich etwa meine Pinzette schon wieder verschleppt? Garantiert. Wir müssen ohne Feinpinzette auskommen. Schaffen wir. Es ist immer dasselbe, ne? Es dreht sich um und schon ist alles weg. Fragst du dich? Fragst du dich wirklich? So, dann wollen wir doch mal schauen. Wir hätten hier verschiedene Elemente, die wir wunderbar als Türgriffe anbringen können. Also habe ich hier erstmal diese senkrechten Teile. Die setze ich hier unten als Griffe hin. Du weißt, warum ich jetzt hier die Pinzette gebraucht hätte. Mir ist nämlich die Klebefläche abgegangen. Moment. So, ich bin gleich wieder da. Das hatten wir auch noch nicht. Mein Wecker ist angegangen. Soll mir sicher irgendwas sagen. So, jetzt nehmen wir hier meinen Cutter und setzen das da sauber hin. So, Nummer 1 und Nummer 2. Und ich wette, wenn ich hier fertig bin, finde ich auch meine Pinzette auf dem Arbeitstisch. So, das sitzt schon mal super. Hier habe ich die Bohrmaschine. Die nehme ich jetzt so vorsichtig wie möglich raus. Ich wollte sie eigentlich komplett haben. Und da kann ich dir nur empfehlen, stanz sie am besten. Stanz sie am besten nur einmal aus. Dann kriegst du vielleicht alle Teile zusammen wunderbar hier raus. Ich wollte eigentlich nicht nur die Umrisse haben. Weil ich kann sie besser kleben, wenn sie komplett sitzt. So.
Da ist sie. Da oben wird sie hingeklebt. Die Elemente setze ich gleich wieder rein. Schaue ich mir dann gleich nochmal an. Andersrum. Ich habe sie auch auf Klebefolie gesetzt. Das heißt, ich kann die da gleich wunderbar rein, filigran reinsetzen. Das mache ich in Abwesenheit von dir, weil, ja, das würde den Rahmen sprengen. Das lasse ich so. Und jetzt hast du ja vielleicht schon gesehen, eben exklusiv online haben wir schon Kreisstanzen, die da auf einmal wieder aufgetaucht sind. Und die verwende ich doch gleich mal. Ersten Kreis habe ich hier, den setze ich gleich hier drüben mit Abstand hin. Dann ist die Hälfte des ganzen Objekts schon fertig. So klebe ich das. Und jetzt kommen meine Griffe. Und da dachte ich mir, nehme ich auch die schwarzen, aber in dem Fall mal die Punkte. Setze die hier mittig auf meine Schubladen. Und kann so wunderbar meinen Schrank fertigstellen. So, setze mal drüben drauf und du hast gesehen, es ist eine schnelle Männerkarte. Das ist nur die Sache der Idee und ich werde mich jetzt hier auch gar nicht weiter austoben, sondern ich zeige das nochmal, wie ich das hier drüben gemacht habe. Ich habe noch ein paar Nieten da oben an die Wand gesetzt, wo man Werkzeug anhängen kann. Da hängt, wie gesagt, der Bohrmaschine oder der Akkuschrauber. Wir klappen. Das Element habe ich dir gezeigt, das mache ich gleich fertig. Wir klappen das Ganze hier hoch und können es wunderbar flach in den großen Umschlag reinpacken. Und ein großer Umschlag, das ist die Sache schon wert, finde ich. Ne? Okay, Männerkarte. Wollt ihr noch mehr Männerkarten sehen, schreibt mir das gerne. Mache ich mir doch gerne noch mal ein Köpfchen für euch. Die Werkbank, hier den Werkzeugschrank, habe ich euch auch schon gezeigt. Gibt es inzwischen bei mir auch in verschiedenen Varianten. Immer je nachdem, welches Material gerade lieferbar ist. Ja, das war's. Die Idee mit zur Männerkarte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen hoch. Es ist alles verlinkt, was du dazu brauchst, habe ich schon erzählt. Und hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Ideen. Bis gleich im nächsten Video. Ich freue mich auf dich.